Also ich singe sehr gerne, aber kann es absolut gar nicht. Aber ich mache es sehr oft und sehr laut und alle nerven sich darüber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OC Meets. Ich bin Katrin und ich werde euch heute durch das Video begleiten. Natürlich haben wir wie immer auch dieses Mal einen wirklich richtig tollen Gast mit dabei. Sie kommt aus Zürich und ist Gewinnerin des Swiss Influencer Awards. Ich freue mich total, heute den Tag mit Mimosa Lekhai zu verbringen und ich würde sagen, wir legen auch direkt schon los. Herzlich willkommen, liebe Mimosa, bei uns in der Outlet City. Wir freuen uns wirklich mega, dass du heute bei uns bist. Starten wir direkt mal. Stadtmensch oder Dorfkind? Auf jeden Fall Dorfkind. Ich bin im Dorf aufgewachsen, also Dorf, Dorf. Käsefondue oder Raclette? Tatsächlich Raclette. Dann Langschläfer oder Frühaufsteher? Tatsächlich Frühaufsteher, weil wenn man so zu spät aufsteht, finde ich so, dass man den ganzen Tag irgendwie verpasst hat. Dann kommen wir mal so zum Fashion-Thema. Hose oder Kleid? Definitiv Hose. High Heels oder Sneaker? Sneaker, also egal wo ich hingehe, ich habe immer Sneaker an. Und wenn ich mal High Heels anhabe, dann ist es fast ein Weltwunder. Dann kommen wir zum Shopping. Online oder im Laden? Definitiv im Laden, weil ich die Kleider unbedingt fühlen muss. Ich probiere die zwar nicht an, ich probiere die immer zu Hause an, aber ich muss sie so live sehen. Also viele Leute träumen ja wirklich davon, so Influencer zu sein, auch so den Lifestyle zu leben. Wie bist du denn so dazu gekommen, dass du wirklich damit so erfolgreich geworden bist? Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist einfach irgendwie gekommen. So, ich habe irgendwo im Büro gearbeitet und habe nebenbei meine Stories gemacht und so habe ich mich versucht, mit den Leuten so gut wie möglich zu connecten und ihnen das nahbare Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist so das, was bei den Leuten gut ankommt. Hattest du denn schon immer so die Leidenschaft für Mode, für Fashion und gerade auch für die Luxusmarken, mit denen du jetzt mittlerweile zusammenarbeitest? Ich war einfach schon immer so mutig, was Style angeht. Es hat vielen manchmal auch nicht gefallen, aber dann haben sie es trotzdem getragen. Du warst ja heute oder bist zum ersten Mal in der Outlet City Metzingen. Wie ist denn so dein erster Eindruck? Ich war richtig verblüfft, weil ich mir das irgendwie ganz anders vorgestellt habe, aber es sieht wirklich sehr luxuriös und modern aus. Also ich werde definitiv noch mal kommen, dann kann ich mir das noch mal sehr so für mich in Ruhe anschauen. Du hast ja, wie wir schon jetzt angesprochen haben, wirklich einen richtig tollen Stil, richtig coolen Style. Worauf achtest du denn so bei der Auswahl deiner Outfits? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir sehr oft Sets, also direkt Sachen, die zusammenpassen. Nicht, weil ich keine Ideen habe, sondern weil ich das einfach mag, wenn es mal schnell gehen muss. Ansonsten mag ich sehr gerne Basic-Sachen, die man dann mit anderen Sachen gut kombinieren kann. Also so Sets kann man sehr aufwerten mit Accessoire, mit coolem T-Shirt oder anderen Sachen. Aber momentan ist Balenciaga meine Lieblingsmarke, weil die einfach so fresh, cool ist, so freaky und ich bin gerade momentan in diesem Mood. Was sind so deine Lieblingsaccessoires? Also gehst du immer mit Schmuck aus dem Haus? Ja, ich habe immer Schmuck an. Und wenn ich meine Ringe nicht anhabe, dann habe ich das Gefühl, ich habe alles vergessen. Gibt es etwas, das du auf wirklich jeden Shopping-Trip mitnimmst? Also was du auch immer in der Handtasche hast? Also nicht in der Handtasche, weil ich kann meine Begleitung nicht in die Handtasche stecken. Aber definitiv immer eine Begleitung. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wenn ich shoppen gehe, habe ich nicht mal eine Tasche dabei, weil ich das immer so umständlich finde. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingstrend 2022? Ich denke, dass es sehr bunt sein wird, 2022, was ich nicht immer unterstreichen kann, weil ich schwarz liebe. Aber trotzdem kann ich mir das sehr gut im Sommer dann vorstellen. Und was findest du geht gar nicht? Ich glaube, das gibt es bei mir nicht. Ich würde, glaube ich, alles tragen, weil ich das irgendwie dann trotzdem zu meinem Style machen würde. Man muss vielleicht nicht immer übertreiben oder nicht zu viele Muster miteinander vermischen. Vielleicht nicht mehr als drei Farben. So, es gibt so ein paar Regeln, die man vielleicht beachten muss. Das Jeder wäre wie sie das will. Einzige, was mir jetzt so in den Sinn kommt, dass man jetzt nicht irgendwie Muster zu viel. Aber auch das kann vielleicht irgendwo geil aussehen.
Was macht denn deinen Style aus? Hast du irgendwie so ein Markenzeichen? Momentan ist es, glaube ich, so ein bisschen oversized. Bestelle auch meine Sachen immer so in L. Dieser Blazer ist von der Männerabteilung. Was würdest du sagen, wie dein perfekter Shoppingtag aussieht? Was nicht fehlen darf, ist natürlich, dass man nicht mit leeren Händen rausgeht. Also ganz definitiv. Einfach. Dass man einfach was findet, was einem gefällt. Und ja. Also ich finde, so eine schöne Shoppingpause, irgendwie Kaffee trinken gehen. Also das mache ich am liebsten, wenn ich fertig bin. Dann kann ich mit meinen Tüten mich hinsetzen, noch einen Kaffee trinken oder was essen. Das macht ja auch müde, hallo? So viele Sachen anschauen. Voll. Sich entscheiden. Das behalten wir mal im Hinterkopf, würde ich sagen. Denn wir haben ja noch eine kleine Challenge für dich vorbereitet. Freue mich. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier schon vor dem Moschino Store in der Outlet City und wir haben ein richtiges It-Piece von Moschino für dich ausgesucht. Und okay. Zwar haben wir diese Tasche für dich. Wow, die ist richtig schön. Eine richtige, wunderschöne Farbe, ja. Richtiger Hingucker. Und deine Aufgabe wird jetzt sein, innerhalb von 30 Minuten ein komplettes Frühlingsoutfit, das heißt von oben bis unten gestylt, auszusuchen. Okay. Und ja, ich gebe dir die Tasche mit. Dankeschön. Und ich würde sagen, deine 30 Minuten laufen ab jetzt. Hi. Vielleicht nehme ich noch das. So, ich bin fertig. Ja, mega. Dann würde ich sagen, stopp mir die Zeit. Und ich sehe, du hast gerade mal 19 Minuten gebraucht. Und ich finde auch, es sieht echt mega aus. Also Dankeschön. Vielleicht kannst du kurz noch mal erzählen, was du dir so ausgesucht hast. Ich habe geschaut, es hat sehr viele Orangetöne, aber nicht so dieses Orange. Mhm. Und jetzt bin ich halt eher ins Schlichte gegangen. Aber trotzdem eine Lederhose, die glücklich ist und schöne Details. Ihr zu Hause könnt ja mal kommentieren, wie ihr das Outfit findet. Damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende unseres OC Meets für heute angekommen. Aber wir haben noch so eine kleine Tradition und zwar machen wir jedes Mal noch ein Polaroid-Bild mit unserem Gast. Oh, cool! Und wenn ihr noch mehr Einblicke in unsere Outlet City sehen wollt, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook, YouTube und TikTok, damit ihr keine News, keine Angebote und keine Specials bei uns verpasst. Und ja, wir freuen uns schon total auf das nächste OC Meets. Wenn ihr Wünsche habt, wen ihr gerne bei uns sehen würdet, schreibt ihr uns gerne in die Kommentare. Wir sind schon mega gespannt auf eure Vorschläge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Oh, wow. Ist auf dieser Seite. Falsche Seite. Schön. Wow. Wie schön wir aussehen.